Bei Aschenputtel heißt es, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Im Designstudio von Stefanie Schöffmann und Isabel Tocca-Finde in Graz kommen die Bohnen in die Uhren. Aus der steirischen Käferbohne werden hier Ohrringe gefertigt. Der aufwendigste Teil bei den Ohrringen ist eigentlich das Sortieren. Zuerst am Bauernmarkt schöne Bohnen kaufen, dann die Guten von den Schlechten zu teilen, dann die Paare zu finden und dann eben noch das handwerkliche Bohren und Versackeln. So hat die Käferbohne auch ihren Weg vom Bauernmarkt in steirische Hotels gefunden, als Mitbringsel. Und nicht nur als Kunstwerk werden wir die Käferbohne heute ins rechte Licht rücken, sondern auch als Schatz der steirischen Landwirtschaft kann man sie bezeichnen. Auch die Königin der Bohnen wird sie genannt. Im 16. Jahrhundert ist diese Bohne von Mittel- und Südamerika zu uns hierher gekommen in die Steiermark. Bei mir jetzt Thema Reicher von der steirischen Landwirtschaftskammer. Frau Reicher, warum hat sich denn diese Käferbohne bei uns in der Steiermark so gut entwickelt? Ja, das Klima vom Ursprungsland, das ist Guatemala, Nordmexiko, ist dem der Steiermark sehr ähnlich. Hier herrscht Windarmut und wir haben ein feuchtes Klima, eben diese schwülen Sommer, die wir in der Steiermark hier haben. Hier im Beckstäffelhof in Halbenrhein werden die Käferbohnen von den Nachbarn und Bekannten noch von Hand verlesen. Für die steirische Gesamternte wäre dieses Ausklauben zu aufwendig. Man spricht ca. von 500 Hektar, die eben angebaut wird von ca. 200 Produzenten. Im Salat mit Zwiebeln und Kernöl kennen wir die Käferbohne. Aber ihr Kastaniengeschmack macht sich auch gut bei einer Käferbohnen-Himbeerschnitte. Wir machen süße Fruchtaufstriche, also Marmeladen damit. Und bis jetzt war jeder sehr positiv überrascht, sagen wir so. Man darf sich nicht den Salat in der Mehlspeise vorstellen, das ist der Hauptfehler. Es heißt doch, jedes Böhnchen ein Tönchen. Ist das jetzt ein Gerücht oder eine geruchsintensive Tatsache? Es gibt Möglichkeiten, diese blähende Wirkung zu reduzieren. Es gibt Gewürze wie das Bohnenkraut, Lorbeer, Kümmel, die nehmen die blähende Wirkung. Und die Käferbohne ist so ein wertvolles Produkt. Da spricht wirklich nichts dagegen, dies zu konsumieren, denn sie ist ein sehr, sehr wertvoller Eiweißlieferant. 100 Gramm Käferbohnen haben übrigens gleich viel Eiweiß wie ein Hühnerei. Steirische Käferbohnen gibt es noch genug am Markt und ab Mai wird wieder ausgesät.